zwei großartige Komödianten zu Wort kommen lasse, die sich auf ganz besonders originelle Art über touristische Highlights der Stadt Dresden unterhalten haben. Zum Beispiel über die eben gesehene Semperoper, den Zwinger, das grüne Gewölbe, das ist die Schatzkammer der Bettina, das italienische Dörfchen, architektonisches Kleinod der Stadt, oder über die legendäre eiserne Elbbrücke, das sogenannte Blaue Wunder. Hier sind noch einmal Ilse Bähnert alias Tom Pauls und der etwas nervige Herr Andresen dargestellt vom leider viel zu früh verstorbenen, aber unvergessenen Dieter Krebs. Ach, so ein frisch gefilterter echter Bohnenkaffee ist doch immer wieder was Herrliches. Sie sind ja vielleicht eine Genießerin. Also, wenn es den Melitta Kaffeefilter nicht schon geben täte, dann müsste man den für Sie glatt erfinden. Andresen. Jens-Peter Andresen aus Hamburg, Ihrer Partnerstadt. Bennert Ilse aus der Partnerstadt, der Partnerstadt. Aber damit eins klar ist, erstens bedeutet das noch lange nicht, dass ich mit jedem aus der Stadt in eine Partnerschaft eingehen möchte. Zweitens wurde der Kaffeefilter wirklich hier in Dresden erfunden, mein Lieber. Aber das ist lange her, da schwammen Sie noch als Kalkwabbel in der Außenalster rum. Und drittens, mit so einem bunten Frack, wie Sie anhaben, rannt das letzte Mal unser Hofner Fröhlich vor 300 Jahren von August dem Starken hier durch die Gegend. Ne? Da muss der Fröhlich aber viel Schotter bei den starken August verdient haben. Ne? Das ist nämlich eine Original-Südsee-Bartik. Da habe ich 99 Dollar für hingelegt. Ich komme nämlich gerade von einem Karibik-Trip. Und auf dem Rückweg, da sind noch 4 deutsche Kulturstädte in 2 Tagen angesagt. In 2 Tagen? 4 Städte? Da haben Sie sich ja reichlich viel Zeit genommen. Nö, also bei gutem Timing ist Dresden in 2 Stunden zu machen. Das ist ja Gott sei Dank Ihre Pause gleich rum. Nee. Meine Checkliste Dresden, die ist schon total abgefeiert. Nicht? Und Aachen, Speyer und Weimar, die sind ja nur erst morgen dran. Nicht? Ja, also ich finde, das ist eine richtig tolle Resistenzstadt hier. Ich habe ja nur schon einiges gesehen auf der Welt. Nicht? Aber so eine prachtvolle Brauerei wie die hier in Dresden, also Alter, das ist ein Ding. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie die dauernd in Werbefernsehen zeigen. Ach so, jetzt wissen Sie, meinen die Semperoper, ja. Das ist ein komischer Name für eine Brauerei. Sehr komisch, ja. Deshalb können die sich zum Beispiel auch eine 200-köpfige Betriebskapelle leisten mit Sängern, Tänzern und allem drum und dran. Da sag ich nur Aufbau Ost, nicht? Alles von unserem Geld finanziert. Es werden hier schon die Brauereien staatlich subventioniert. Ja, und deshalb heißt auch diese kleine Kapelle die Staatskapelle. Oh. Ja, aber wie ich Sie kenne, werden Sie jetzt gleich loszittern, schön in Dresdner Finger sich eine Bärendressur angucken oder dann in grün Gewölbe schönes Schöpfchen Wein trinken und am Ende noch die schlummernde Venus in italienischen Dörfchen aufwecken. Also, Frau Behnert, in der Malerei, da kennt sich unser einer aus. Nicht? Ich weiß ganz genau, dass die schlafende Venus zusammen mit der sächsischen Madonna und den Raffaello und den ganzen alten Meistern zusammen im Zeughaus liegt. Nur, ich glaube, eine Sehenswürdigkeit, die fehlt mir noch in Dresden. So? Das wundert mich jetzt bei Ihrer Gründlichkeit. Was ist es denn? Das Blaue Wunder an Kupferplatz. An Kupferplatz? Ja. Hier gibt's keinen Kupferplatz, hier gibt's einen Theaterplatz, einen Postplatz, einen Albertplatz. Frau Bähnert, man hat mir ganz eindeutig gesagt, das Blaue Wunder, das liegt an Schillerplatz. Aber Sie haben doch eben gesagt, dass man Ihnen gesagt hat, dass das Blaue Wunder an Kupferplatz liegt. Von Schillerplatz war da gar keine Rede. Da habe ich mich versprochen. Wenn man so viel auf der Welt rumkommt, da kann man schon mal so ein paar Sachen verwechseln. Und damit ich mir Schillerplatz merke, habe ich mir Kupferplatz gemerkt. Weil von Kupfer komme ich auf Messing, von Messing auf Lessing, von Lessing auf Goethe und von Goethe auf Schiller. Ja, das ist sehr naheliegend, ja. Diese Eselsbrücke. Ja, Brücke. Wo ist das denn nun, das Blaue Wunder? Gucken Sie sich mal um. Da unten liegt es. Unser blaues Wunder. Was denn? Die olle Blechbrücke, das soll ein Wunder sein? Frau Behnert, das müssen Sie mir mal ein bisschen genauer erklären. Das müssten Sie eigentlich wissen, mein Herr. Die Brücke wird nur von Nieten zusammengehalten.